Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Und weiter geht's. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Aha. Da müssen wir wohl hin. Okay, hier können wir rein. Dann gehen wir da mal. Hoppala, hoppala. Hoppala, hoppala. So, ho, ho, ho. Komm mal her. Ja, wie komme ich da jetzt am besten rein? Aha, aha, aha. Nur von da oben komme ich rein. Oder von da. Aber für da muss ich da sein. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal da oben rein. Aha, dann holst du mich raus, weil ich da nicht hoch darf. Aha, aha, ich verstehe. Zack. Weg damit. Mhm, mhm. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Mhm. Für was die Lampen wohl gut waren. Und was das hier ist, bin ich da dann wohl tot? Okay. Lass uns doch das Ganze einfach nochmal probieren. Na Mann, warum haut sie mich dann raus? Komisch. So können wir es also nicht machen. Wie machen wir es dann? Ich komme hier nicht einfach rüber. Das bin ich. Ja, wie macht man es denn jetzt? Dass es logisch erklingen tut. Also, ich muss mal kurz überlegen, wie wir das jetzt am besten machen. Naja, also gut, okay, dann lassen wir uns halt mal von hier drin. Aha, das geht nicht, Höringer da. Ja, da holt's mich raus. Aber wenn wir hier ein Loch machen und mit viel Schwung springen, dann müsste es uns doch theoretisch ein bisschen auch federn. Zack. Siehste? So. Jetzt gehen wir da rein. Ins Löchchen. Hallo. Der Würfel muss hier hin, dass ich da reinkomme. Schaffe ich das von der Zeit? Das geht ja schneller zu wie noch was. Nee. Ich passe hier in das Strecksloch nicht rein. Aber ich kann hier ein Portal schießen. Dass es durchfliegt und dass er hier liegt. Okay. Auf geht's. Kurz weg. Muss schauen, wie ich fliegen muss. Hier. Nein! Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Jetzt muss ich hier nochmal kurz raus, dass ich hier stehe. So. So schießen wir das. So fliegt man gut rein. Nehmen wir den Würfel mit und Geronimo! Wow! War das ein Flug! Und dabei ist sogar die Frame mit noch mit abgekackt. Diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben. Willkommen! Vergessen Sie nichts. Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Okay, das ist sehr schmeichelhaft. Kann ich zwei Portale jetzt schon schießen? Ne, immer nur noch eins. Dann frag ich mich trotzdem, wo das zweite Portal ist. Aha. Okay, ja, da kommen wir auf jeden Fall hoch. Geronimo! Wow! So, jetzt haben wir den Würfel. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal irgendwie hier. Okay. Hier auf der Seite kann ich aber kein Portal schießen, oder? Müsste trotzdem funktionieren. Nur das Problem ist, dass ich jetzt hier nicht mehr rüberkomme. Dass ich jetzt hier unten einfach nur festhocke und ein scheiß Problem habe. Außer, ich mache das so.
Geronimo! Und ja. Jetzt hauen wir den hier mal drauf. So. Hat tatsächlich geklappt. Ja, den lassen wir da einfach, oder? Ne, den machen wir hier. Zack. Und unbelievable can fly! So. Stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Nee, nee. Ich bin gut geeignet dafür und das denke ich, denkt ihr auch, oder? So. Weiter geht's bei Let's Play Portal 2. Und es lädt. Protokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Mhm. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Hallo? Ha, dich kennen wir doch. Super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay. Ja, das heißt jetzt so viel wie... Auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also... Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf! Au. Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Okay, mir schauen weg. Das ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay, dreh dich wieder um. Arbeit schneller. Hallo. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus und los geht's. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Ja, das würde ich auch mal sagen, netter Knecht. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. So, weiter geht's. Los, mach auf. Was jetzt? Lädt schon wieder? Auf Portal 2, das lädt immer ziemlich viel. Naja. Müssen wir wohl mitleben. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Aha. Okay. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, sie ist aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, und das ist so gut wie alles. Oh. Nichts anfassen, bitte. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Ohoho, da geht's schon ziemlich weit runter. Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht. Okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine.
Ja. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an und ich mach das Licht an. Okay. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Ja, ich hab keine Panik. Nein, nein, nein. Es gibt ein Passwort. Das kann ich hacken. Kein Problem. Wollen mal sehen. Ein Hacker! Lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Oh Gott. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Oh mein Gott. Ja, also... ja, was ich jetzt noch erledigen muss, ist ja die spannende Frage. Schauen wir mal. Oh, wo fliege ich denn jetzt hin? Hoffentlich fliege ich nirgends drauf. Wow. Ho, ho. Ist ja wie Achterbahn. Ah, nein, nein. Oh. Aua, aua. Aua. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Hust. Okay, ich suche es mal. Das Doppelportalgerät. Nee, das war's wohl nicht. Aber man muss ja immer testen, was passiert. Wenn man überall mal hinläuft, dann kann man das am leichtesten testen, was passiert. Zumindest sehe ich das so. Ja! Da die Brennkammer. Hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Ist es das nicht? Nee, das ist es nicht. Weiter geht's. Da ist sie. Warte. Da ist es. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. So, rein da. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. So, weiter geht's. Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch? Ah, okay. Wenn du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, dass alles hinter